Jo, und damit willkommen zu einem kleinen Projekt. Gleich vorweg mal eine kurze Info. Dieses Projekt, was ihr jetzt seht, ist von der Aufnahme her schon zwischen, ich glaube, 3, 4 Jahre alt, fast sogar schon. Also ich habe das Anfang von, ich habe das in der Corona-Zeit tatsächlich aufgenommen. Das Harry Potter, was ihr jetzt seht, wie schon im Titel erkennt, natürlich das Harry Potter Teil 1. Ich möchte nur ganz kurz sagen, die Quali entspricht nicht dem heutigen Standard, den ihr auf dem Kanal gewohnt seid. Dafür entschuldige ich mich gleich. Der Game Sound ist ein bisschen leise. Ich habe das damals noch alles über einen Sound, eine Soundspur aufgenommen und habe deswegen keine Möglichkeit, das nachher nochmal anzupassen, dass das Spiel lauter wird. Dafür entschuldige ich mich. Ich bin manchmal ein bisschen viel zu laut, das Spiel, manchmal zu leise. Dafür sorry, wie gesagt, spricht nicht dem aktuellen Qualitätscontent, den ihr auf dem Kanal gewohnt seid, der aktuellen Qualität, die ihr auf dem Kanal gewohnt seid. Aber ich will das Projekt nicht wegwerfen, weil es ist trotzdem, finde ich, cooles Play von mir. Also die Folgenlängen sehr kurz, sei gleich vorweg gesagt. Aber ja, es ist mir sehr wichtig, es trotzdem hochzuladen, denn ich krieg tatsächlich auf dem neuen PC Harry Potter standardweise auf dem PC nicht mehr zum Laufen. Und dementsprechend habe ich keine Möglichkeit, das Spiel nochmal nach zu Let's Playen zur Zeit zumindest nicht. Ja, nur kurz der Disclaimer, dass es eben nicht der üblichen Soundqualität entspricht, die ihr gewohnt seid. Das schreibe ich auch nochmal in die Beschreibung für die anderen Folgen, das war in der ersten Folge. Kurzer Hinweis, ich wünsche euch viel Spaß mit Harry Potter und der Stein der Weisen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, nämlich Let's Play Harry Potter und der Stein der Weisen. Die PC-Version, ja. Nachdem wir das erste Teil der Harry Potter Let's Play-Serie, nämlich Lego Harry Potter Jahre 1 bis 4, erfolgreich abgeschlossen haben, machen wir jetzt weiter mit dem ersten Teil der klassischen Harry Potter Games von 1 bis 4. Ne? Und da fangen wir an mit der Stein der Weisen natürlich und mit der PC-Version genau zu sein, denn das Besondere an Harry Potter und Stein der Weisen war, damals noch von EA übrigens gepublished, wie ihr gerade am Anfang gesehen habt, dass es für jede Konsole, für die es rauskam, in einer anderen Version rauskam, beziehungsweise fast für jede Konsole in einer anderen Version. Da haben wir einmal die PC-Version, die ja logischerweise nur für PC erschienen ist. Dann haben wir einmal die Konsolenversion, die PlayStation 2, Xbox und GameCube umfasst. Die haben alle eine Version gemeinsam, die noch viel komplett anders ist als die PC-Variante. Und wir haben nochmal einen Teil für die PlayStation 1, der noch komplett anders ist. Und nochmal einen Teil für Game Boy Color und Game Boy Arcade, die aber da auch jeweils anders sind. Dasselbe geht auch für den zweiten Teil dann, aber ab dem dritten Teil wurde es dann weniger Versionen. Aber im ersten sind es halt noch für jede Konsolenvariante eine eigene Version des Spiels. Und ich fange mit der PC-Variante an, aber ich werde versuchen, mit Hilfe von Emulatoren und so, jede Version euch einmal zu zeigen, jede Version einmal zu Let's Playen. Dabei kenne ich gleich vorweg die PlayStation 2, PlayStation 1 Version selber nicht mal so gut. Oder die werden dann Blinds, aber Harry Potter Stein der Weisen für PC ist eines meiner Kindheitsgames, also noch ein Grund, warum ich das Ganze jetzt hier Let's Playe. Also ich bin damit aufgewachsen und ich habe das damals kleiner war gespielt. Und man muss ganz ehrlich sagen, es war damals sehr schwer als Kind. Ich habe bis zum heutigen Tage es gerade mal einmal, obwohl ich es sehr oft gespielt habe, einmal durchgespielt. Und da war ich schon größer. Da war ich schon, um genau zu sein, da war ich glaube ich schon, das ist gerade mal 3 Jahre her. Also da war ich schon erwachsen, fast. Da habe ich es erstmal geschafft, dieses Spiel durchzuspielen, war der Endkampf. Den habe ich damals als Kind nie geschafft. Und mit euch zusammen werden wir natürlich komplett durchspielen. Ich habe jetzt auch einen Plan, wie es geht. Und diesmal wird es, also zum Beispiel auf jeden Fall, mit euch zusammen ein weiteres Mal durchspielen. Und ja, wir fangen mit der PC-Variante an. Und ich werde es so machen, dass ich jetzt erstmal die PC-Variante von Stein der Weisen Let's Play und dann erst alle anderen Versionen. Erst dann machen wir mit der Kammer des Schreckens weiter. Und ja, die PC-Variante kenne ich, wie schon gesagt, am besten von diesen Teilen. Ich kenne sie ja noch nicht so gut wie die zweiten und den dritten Teile später. Von den PC-Spielen von Harry Potter. Und ab Harry Potter 4 gingen ja die Spiele dann leider nach unten, was die Qualität anging. Die ersten drei sind aber sehr, sehr geil. Ich glaube, da tun mir auch die meisten zustimmen, die damals gespielt haben oder die kennen. Und muss sagen, auf neueren Systemen läuft Harry Potter standardweise nur mit ein paar Hilfen. Wenn ihr da so ein Tutorial wollt, dann kann ich euch gerne ein Tutorial machen, wie ihr das denn zu laufen bekommt auf Windows 10. An sich hat es trotzdem noch ein paar hier und da ein paar Grafik-Glitches und Bugs, die halt durch die neuere Version, also durch das neuere Betriebssystem ausgelöst werden. Ich hoffe, ihr könnt aber trotzdem ohne Probleme spielen und ich habe schon mal ein bisschen getestet, es geht auf jeden Fall und ich würde sagen, wir starten noch ein Spiel. Allgemein, ich spiele nicht allzu viel Spielzeit, aber wir werden es dann trotzdem, ja, ein paar Buttons halt durchspielen. Hier ist der Testspielstand, ich werde ihn überschreiben. Spiel laden, wie kann ich denn nochmal einen Spielstand löschen? Egal, wir fangen aber hier auf Platz 6 an, da merke ich mir, dass das hier der Play-Platz ist. Und ich werde versuchen, ich kenne Harry Potter 1 noch nicht ganz so gut wie die anderen Teile, aber ich werde versuchen,
100% zu erledigen. Das heißt, wir werden uns alle Sammelkarten sammeln, die es da gibt. Und also bei 2 und 3 kann ich euch versprechen, dass ich es hinbekomme. Bei Harry Potter 1 werden wir gucken, ob ich es hinbekomme, alles zu sammeln, weil ich mich dann nicht 100% mit allen Verstecken sicher bin. Gucken wir mal. Ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel und viel Spaß beim Intro. Bis gleich. Der sternenklare Himmel dieser Nacht deutete nicht im geringsten darauf hin, dass bald seltsame und mysteriöse Dinge geschehen würden. Kannst du weg, stört euch nicht, wie Hogwarts ausspricht. Als die ahnungslosen Muggels schliefen, fiel ein riesiges Motorrad mit einem Riesen, der breitbeinig darauf saß, aus den Lüften. Der Riese, Hagrid genannt, legte ein weißes Bündel aus Leinentüchern auf die Stufen des Hauses Nummer 4 im Ligusterweg. In diesem Bündel steckte ein Baby. Harry Potter, der Junge, der überlebte. Die darauffolgenden 11 Jahre verbrachte Harry bei seinen furchtbaren Stiefeltern, den Dursleys. Eines Tages jedoch erhielt er einen schicksalhaften Brief. Dieser Brief war die Einladung zur Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Hagrid nahm Harry mit in die Winkelgasse, um mit ihm einige sehr ungewöhnliche Schulsachen zu kaufen. Bei Gringotts, der Zaubererbank, holte Hagrid ein schmutziges Päckchen aus Verlies 713. Hagrid meinte, dass dieses Päckchen, was immer auch drin war, in Hogwarts sicherer sei. Kurz darauf stieg Harry in den Hogwarts-Express, der auf Gleis 9¾ auf ihn wartete, und ließ die Muggelwelt weit, weit hinter sich zurück. Dumbledore stand auf. In diesem Schuljahr ist das Betreten des Korridors im 3. Stock allen verboten, die nicht einen sehr schmerzhaften Tod sterben wollen. Harry saß da, mit dem sprechenden Hut auf dem Kopf, und hoffte, dass er nicht nach Slytherin, sondern nach Gryffindor kommen würde. Nicht Slytherin, nein? Flüsterte der Hut in sein Ohr. Du könntest groß sein. Es ist alles da in deinem Kopf. Und Slytherin wird dir auf dem Weg zur Größe helfen. Kein Zweifel? Nun, wenn du dir sicher bist, dann besser nach Gryffindor. Wie gesagt, das Spiel ist 2001 erschienen, also stört euch auf jeden Fall nicht an der Grafik. Willkommen in der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Ich bin Albus Dumbledore, der Schulleiter. In Hogwarts gibt es viele Geheimnisse, Harry. Sieh also hinter jeder Tür nach. Du solltest jedoch wissen, dass du dabei nicht nur lohnende Entdeckungen machen wirst. Heute Morgen habe ich mich zum Beispiel vertan und bin an der falschen Stelle abgebogen. Plötzlich landete ich in einem Raum voller Schokofrösche. Als ich jedoch zurückkam, entdeckte ich, dass die Schokofrösche verschwunden waren. Und dass sich dort stattdessen eine ganze Horde gemeiner Feuerkrabben tummelte. Jetzt mach dich aber schnell auf den Weg nach oben zum Unterricht. Verspäte dich nicht. Ja. Jetzt auch los. Ich mach komplett anders, dass ich mich mit Pfeiltasten bewegen muss. Kann ich das eigentlich gleich mal einstellen? So,
Man kann auch Autospringen einstellen, aber das sollte man nicht. Ein bisschen beschleunigen, also das ist mit dem Besen später. So, wir können natürlich noch gar nichts, wir sind hier aus dem ersten Jahr. Und deswegen hier die Soundbugs und so, das ist halt, weil das Spiel so alt ist. Ich weiß nicht, ob es damals genauso war. Ich glaube, das Spiel war damals schon ein bisschen verpackt, als es rauskam. Ja, wir können noch nichts, deswegen brauchen wir auch gar nicht groß mit unserem Zauberstab rumwählen. Wir laufen hier aber mal hoch. Hey Harry, erinnerst du dich noch an mich? Ron Weasley. Meine Brüder Fred und George wollen dir etwas zeigen. Folgt mir. So, dann schicke ich jetzt erstmal zum Tutorial. Und diesen Move, den ihr gerade gesehen habt, in der Katze bewegen, ist tatsächlich ein sehr beliebter Move bei Speedrunnern. Hallo Harry, wir zeigen dir, wie du dich am besten in Hogwarts zurechtfindest. Als Erstklässler musst du noch eine ganze Menge lernen. Folg uns, wir geben dir heimlich Unterricht. Heimlich Unterricht ist Tutorial. Später beim Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Viel Glück, Harry. Ciao, Ron. Und wenn ich auch gar nicht kennen. Und Harry keine Worte im Spiel sagt, also komm. Er ist wie Legend of Zelda. Er ist Link. Wir bringen dir bei, wie man klettert. Laufe ohne anzuhalten auf den Bücherschrank zu. Du kletterst dann automatisch hinauf. Auf dem Bücherschrank befinden sich Bertie Botts Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Sammle so viele Bohnen wie möglich ein und komm dann nach nebenan. Ich finde es aber lustig, das muss man gleich mal darauf achten, dass das Gesicht von Harry viel mehr besser aufgelöst ist als die von den anderen Charakteren. Gerade so aufgefallen. Ja, und wie gesagt, das Spiel ist ja eins meiner Kindheitsspiele. Ich deswegen damals immer irgendwann weggesehen, wie verwackt das manchmal ist. Und die hinterher lustige Glitches, die man machen kann, aber die werden wir natürlich nicht, wie wir das Spiel ganz normal spielen. Und ja, einfach rauflaufen, da klettert Harry automatisch, muss da gar nichts machen. Und diese Bohnen hier sammeln wir aber mal ein, die bringen uns dann später was. Und die haben sich aber teleportiert, die kennen Geheimgänge natürlich, die beiden Weasley-Zwillinge. Allgemein gehe ich in dieser Let's Play-Reihe ja, wie bisher auch schon in Lego Harry Potter, davon aus, dass er die Story von Harry Potter komplett kennt. Ich denke, das dürfte ich auch alle tun. Auch wenn es im Spiel natürlich ein bisschen anders erzählt wird. Gut gemacht. Lass uns jetzt das Springen üben. Lauf auf die Kante zu und drücke die Sprungtaste, um hinüberzuspringen. Wenn du runterfällst, kannst du wieder nach oben klettern und es erneut versuchen. Wir treffen uns dann nebenan. Wir nehmen eine Abkürzung und treffen dich dann dort. So, springen. Habe ich gerade umgestellt. Das geht auch automatisch, aber es will ich nicht raten. So, hier gibt es eine ganz fiese Stelle. Da jump ich mal hier rüber aus Kunden. Aha. Es ist der verrückte kleine Potter. Damit gehen wir nämlich Peeves. Das ist der Poltergeist. Er macht immer nur Ärger. Peeves kann Erstklässler nicht ausstehen. Nimm dich also besser vor ihm in Acht. Warum ist Damage, wenn er uns berührt? Und den wir schon öfter treffen. Der nervt. Schade, dass sein Film komplett weggelassen wurde. Du bist es. Ist ja soweit nur ein Buch. Was kann ich für dich tun? Wir gehen einfach weiter. Ich nehme den Job. So langsam scheinst du den Dreh raus zu haben. In Hogwarts gibt es verschiedene Süßigkeiten. Wenn du eine solche Süßigkeit aufheben möchtest, laufe einfach über sie hinweg. Mit Schokofröschen kannst du deine Energie aufladen. Es macht riesigen Spaß, Bertie Botts Bohnen in allen Geschmacksrichtungen zu sammeln. Wir sammeln auch Bohnen. Wir brauchen 25 Bohnen, Harry. Komm zurück, wenn du sie alle gefunden hast. Komm zu uns und wir zeigen dir den Weg zum Unterrichtsraum. Genau. Unsere Bohnen kriegen wir Sammelkarten. So, ich kenne diesen Bug, aber der ist mir gerade erstmal aufgetan, dass die Musik manchmal aber random lauter wird. Deswegen stelle ich doch mal nochmal eins zurück. So, wir müssen 25 Bohnen sammeln, damit wir hier den Zugang zum Klassenzimmer bekommen. Er schreit bei der kleinsten, beim kleinsten Vorsprung. So, wir sammeln hier schon alles ein. Gemein sollten wir auch mehr Boden als verlangt einsammeln, weil, ja. Später wollen die Weasley-Zwillinge außerhalb der, ich sag mal, Hermione-Story, ein paar von uns, ein paar Bohnen. Wir müssen schon ein paar haben, deswegen sollten wir die mitnehmen, die wir sehen. Ist halt ein Sammelobjekt hier im Game. Also die rechte Sammelobjekt hier, Schokofrosch, der füllt uns Lebensenergie wieder auf. Was jetzt nur was bringen würde, wenn wir von Peef getroffen werden würden, was aber nicht passiert ist. So. Danke, Harry. Ohne dich hätten wir das nie geschafft. Nee, lang auch nur hier rum. Wir brauchen die Bohnen für, naja, ein paar Experimente. Hier, nimm diese Bildkarte. Du hast sie dir verdient. Ja.
Klettere durch den geheimen Ausgang über den Bücherschrank, um an deiner ersten Zauberstunde teilzunehmen. Viel Glück! So, da haben wir die erste Karte. Das ist Albus Dumbledore und ja, wir müssen eine nice Animation einsammeln. Zack. Oh, wir sehen. So, hier vor dem Magi können wir uns die angucken. Schauen wir uns am Ende mal an. Es gibt, wie ihr seht, hier 4 pro Seite. Es gibt 7 Seiten. Am Ende, also 24 Bildkarten. Gibt es insgesamt. Und 250 Punkte brauchen wir noch und dann kriegen wir hier eine besondere Karte am Ende. Ja. So. Ja, das versuche ich zu machen, aber ich kann nicht versprechen, beim ersten Teil kenne ich jetzt nicht jedes Versteck auswendig von den Bildkarten. Im zweiten und dritten dann aber schon, deswegen kann ich da auch 100% höher machen, aber hier gucken wir mal. So, gehen wir mal hier hoch. Zum Unterricht. Und vorher kommen hier die Bullies. Oh, 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 wenn das nicht der berühmte Harry Potter ist. Ich bin Draco Malfoy. Und du tätest gut daran, mich mit Respekt zu behandeln. Das sind meine Kumpel Crape und Goyle. Sie sind auch in Slytherin. Natürlich wird Slytherin den Hauspokal und den Quidditch-Pokal gewinnen. Du solltest uns besser aus dem Weg gehen, Potter. Kommt, Jungs, wir verschwinden. Ja. Draco. Ja, war denn hier? Geh weiter, Potter. Halte dich vor diesem Korridor fern, wenn du weißt, was gut für dich ist. Das ist der Korridor, wo wir nicht betreten dürfen. Wie von Dumbledore gesagt. Und schau mal Hermine. Hallo Harry, ich bin's, Hermine Granger. Wir haben uns im Hogwarts Express kennengelernt. Erinnerst du dich? Wenn du zum Unterrichtsraum für Verteidigung gegen die dunklen Künste willst, musst du durch diese Tür gehen. Folge mir. Ja, ganz klar, fangen wir gerade beim Soundtrack bin. Sind der Soundtrack, den wir spielen, in den ersten drei auf jeden Fall, ist allesamt wirklich sehr schön und ein kleiner Fun Fact. Der, den Soundtrack gemacht hat, mir fällt gerade ganz echt, ich bin den Namen nicht eins, werde ich dann dieses Part sagen können. Schau ich mal nach, bis dahin. Ist derselbe, der auch von Elder Scrolls 3, also von Morrowind, Skyrim, Oblivion die Soundtracks gemacht hat, also damit einer deiner ersten Werke hier damals gewesen. Ja, seht ihr mal, was aus den neuen Werken kann, die Harry Potter Spiele was machen. Der ist dann auch mal der Game, der hat dann die nice, epischen Skyrim Soundtracks gemacht, die jeder kennt. Er hat vorher Harry Potter Games gemacht. Seht ihr mal. Ich bin Professor Quirrell. Heute wollen wir lernen, wie wir uns mit Hilfe des Flippendo-Zaubers gegen schwarze Magie schützen können. Dies ist das Symbol für den Flippendo-Zauber. Halte die Maustaste gedrückt und zeichne das Symbol nach. Lass dann die Maustaste einfach los. Ja, das ist Minigame in dem Teil. Wir müssen zeichnen. Mit dem, wie viel wir von dem Anzeige treffen, um die Maus abzusetzen. Irgendwie Punkte bekommen wir, das war jetzt sehr schlecht. Wir können aber nochmal zurückgehen und auch nachfahren. Müssen wir mit dem Maus ein bisschen besser machen. Ja, wir müssen es dreimal schaffen. Erstmal Mal ist es sehr leicht, später wird es einmal schwerer. Gut gemacht, Harry. 5 Punkte. Wir können es jetzt beim zweiten Mal schon verkacken, dann geht es weiter gleich zur Prüfung, aber wir können auch weitermachen und dann gibt es mehr Punkte. Wir müssen am Ende, also ein bisschen allgemein, einen Punkt holen. Jetzt brauchen wir schon 65%. War ich auf 94, kann man. Das Haus, das am Ende des Jahres die meisten Punkte hat, gewinnt den Hauspokal. 10 Punkte für Gryffindor. Versuche etwas schneller zu werden, Harry. Thank you.
Sehr gut, das haben wir auch geschafft. Gut, Matt hört ihn immer noch hier durch. 15 Punkte für Gryffindor. Versuche etwas schneller zu werden, Harry. Zu wenig haben, glaube ich. Zu wenig. Ja, schade. Nicht alles geschafft. Aber das ist auch sehr schwer. Diese Stufe. Nicht schlecht, aber leider nicht ganz richtig. 3 und 4 haben wir immerhin geschafft. Damals habe ich, glaube ich, schon 2 geschafft oder gar nichts. Ausgezeichnet. Du kannst jetzt mit der Flipendo-Aufgabe beginnen, um den Zauber noch ein wenig zu üben. Folg mir, Potter. Die anderen chillen hier übrigens nur, wenn Harry es ganz halt macht. Das ist ganz toll. Er ist halt der berühmteste Harry Potter. Da bin ich der ein für den 3 Geheimorte. Hätte die Maustaste gedrückt, um den Zauber auf ein Ziel auszurichten. Lass die Maustaste los, um den Zauber anzuwenden. Probier ihn mal bei diesem Fass aus. Genau, wir können jetzt Flipendo zaubern. Und ich würde sagen, an der Stelle machen wir einen Cut. Im nächsten Mal geht es dann hier an der Stelle weiter. Vielen Dank fürs Sehen. Euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.